Ja, grüß euch, liebe Messerfreunde. Ich melde mich wieder aus der Quarantäne von meinem Balkon aus. Heute möchte ich ein Messer vorstellen, was schon länger bei mir ist eigentlich, aber was erst vor kurzem in meinen Besitz übergegangen ist. Und zwar habe ich das mit dem lieben Richie von Tools for Gents getauscht. Und zwar ist es das Güdi von Popper Custom Ferox. Also Custom, Wii Custom. Das ist produziert von Wii. Das ist die chinesische Firma, was wirklich super High-End-Folder, Top-Folder produziert, wirklich auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau mittlerweile. Also, wenn man sich ein Wii-Messer kauft, kriegt man sicher nichts Schlechtes. Also ich habe schon einige Wii-Messer gehabt und da war wirklich qualitativ hat es da nie was gegeben. Also die sind wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Und die haben das Design vom Güdi van Poppel übernommen, von seinem Ferox. Und haben da eine gewisse Stückzahl, hat Tools for Gents da machen lassen. Ich glaube 10 bis 20 Stück, bin mir nicht sicher. Von Day Customs, wo die Pivot und alles selber gemacht haben, gibt es sowieso, glaube ich, nur 5-6 Stück, wenn ich mich nicht täusche. Die haben es zum Güdi dann geschickt, also die Wii-Versionen zum Güdi geschickt und der hat dann seine Interpretation draus gemacht. Alles verschiedene Teile. Das ist jetzt die Version, was ich habe, ist geflamed. Da überall die Ausfräsungen und das ist alles Handgearbeit. Vom Güdi, hinten der Backspacer ist Handgearbeit von ihm, hinten auf der Rückseite der Pocket Clip, wie gesagt die Pivot, das ist alles in Handarbeit vom Güdi gemacht und schaut einfach nur richtig geil aus. Da sieht man auch die Limitierung von die Wii, die sind auf 300 Stück limitiert und wie gesagt von den Custom Versionen vom Güdi, da gibt's nicht, wirklich nicht viel und schätze mich wirklich glücklich, dass der Richie den Tausch gemacht hat mit mir. Genau der hinten, der Lanyard Bead und das Lanyard, das ist auch vom Güdi auch handgemacht. Also richtig cool, dass ich an das Teil gekommen bin, taugt mir richtig. Also was haben wir da? Da haben wir einen Titan Framelock Folder. Wie gesagt, die Händel customisiert vom Güdi. Da hinten haben wir noch sein Logo. Da drin haben wir dann erstellen noch Custom Wii 2018 Güdi. Ich weiß nicht, ob ich glaube eher nicht, dass man es sieht. Wo ist er? Sieht man. Custom Wii Güdi 2018. Wir haben einen Steel Insert, es verriegelt wirklich sehr sauber, sehr früh, sehr sicher. Es läuft auf Kugellagern, hat jetzt nicht den extrem weichen, man schon einen weichen Klingengang, aber die Klingen fällt nicht, weil wir einen sehr strammen Detent haben. Also das flippt richtig hammermäßig. Der Detent hält die Klingen auch richtig zackig. Also da kommt wirklich nichts raus. Das ist, finde ich, perfekt. Man kann das Messer wirklich nicht zum Versagen bringen. Ui, man schafft es, aber wirklich, da muss man sich bemühen. Flipper-Tap ist sehr rund, aber das passt zum Messerdesign, weil wir haben da nirgendwo ein Jimping. Gut, da die Customisierung kann man als Jimping sehen. Auch da, das bietet alles recht viel Grip, die Ausfräsungen. Also, und das Messer liegt absolut hammermäßig in der Hand. Wie eigentlich jedes vom Güdi seine Messer. So wie das Magna zum Beispiel oder das Xerxes. Also ich bin ein absoluter Fan von Güdi, seine Designs, absolut genial. Das Chitano, die Designs,
Das ist jetzt das, was mir am schlechtesten in der Hand liegt, auch weil es auch recht klein ist und recht schmal hinten zusammenläuft. Aber das Custom, ich habe da schon ein Custom gehabt auch vom Richie, das liegt auch wieder richtig gut in der Hand, aber das ist halt auch richtig riesig. Also das ist, glaube ich, 24 cm lang. Aber die drei, das sind jetzt richtige Full-Size-Messer, kann man sagen. Und ich finde die Designs vom Güdi eigentlich, also ich finde die richtig cool. Vom Xerxes habe ich schon ein Custom-Messer in der Hand gehabt oder eine Zeit lang bei mir gehabt. Ich sage jetzt einmal, das Production steht im Custom nichts nach, nur es ist Custom viel cooler. Und also die liegen alle richtig gut in der Hand und sind auch qualitativ alle auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Also der Güdi weiß schon, was er tut. Und natürlich die Production-Geschichten, wobei das Xerxes, das wird auch von Wii produziert. Also Dutch Blade Work, Lost by Wii produzieren. Kann ich auch verstehen, weil die wirklich eine sehr gute Qualität abliefern, die chinesischen Burschen. Und ja, schauen wir uns einmal die Größe vielleicht an. So, jetzt ist mir der Scheinwerfer auch noch ausgegangen. Gut, müssen wir im Dunkeln weitermachen. Ich hoffe, ihr seht noch was. Es hat jetzt ein bisschen zugezogen da auf meinem Balkon. Also es ist leicht bewölkt jetzt, ist nicht mehr so hell, aber ja, ich hoffe, wir sehen noch was. Schauen wir uns einmal die Gesamtlänge an von dem Messer. Dort liegen wir schon auf 22, über 22 cm. Also das ist schon richtig klein, ist das nicht mehr. Klingenlänge sind wir ein bisschen über 9 cm. Effektiv scharf sind wir auch bei 9. Ein bisschen über 9 cm. Also wir haben da einen halbwegsen Bauch drinnen. Also, ja, also wenn man es so macht, hat man sogar 9,5 cm effektive Schneide. Sein dort die Klingen aus Böhler M390 Stahl. Das haben wir eben dort gemarkt, da herunten. Winzig klein, gefällt mir immer gut. Die Klingenform finde ich sehr aufregend, gefällt mir richtig gut. Drop Point würde ich sagen, mit einem sehr wilden Bauch, also schaut ziemlich brutal aus, passt aber eben perfekt für den Güdi, sein Design und seine Optiklinie, was er da fährt. Die Pivot mit den Totenköpfen, das finde ich ja absolut genial bei seinem Messer, gefällt mir richtig gut. Meiner Meinung nach hätte man die Wii Pivot weglassen können, aber das geht halt nicht anders, gell. Wenn Wii das produziert, da Güdi sein Logo, Entschuldigung. Der Pocket Clip, 3D gefräster Pocket Clip, der ist richtig genial. Der hat eine perfekte Spannung, er ist vielleicht sehr dünn ausgefräst. Also ich weiß nicht, ob man den nicht leicht verbiegen könnte, bis jetzt habe ich noch keine Probleme gehabt. Also der ist wirklich von der Spannung her perfekt, lässt sie perfekt ein- und ausführen bei der Hosen. Also da gibt es überhaupt keine Probleme, einer der besten Clips überhaupt. Also ich finde sowieso die Clip-Designs von Güdi auch da beim Xerxes, das hat er auf seinem Custom Xerxes auch den Clip. Das ist eigentlich wie ein Blechclip, aber ist auch 3D gefräst. Also der ist, den finde ich noch genial, aber der ist auch richtig gut. Die Dark Stonewashed Klingen, also mir gefällt das ja immer, wenn das so einen Endzeit-Look hat. Das gleiche ist beim Xerxes auch. Das hat auch so einen Dark Stonewash und das ein lässiges Bronze-Finish. So ein Endzeit-Look ein bisschen und das gefällt mir ja recht gut. Und auch, das ist natürlich auch beim Ferox so, es schaut einfach brachial aus. Und es kommt einfach richtig gut, finde ich. Und da ist noch zusätzlich so ein Flamed Finish oben, was absolut genial ausschaut. Also so Titanfarben, blau, hellblau, dunkelblau, also da ist alles dabei. Das gefällt mir schon richtig, richtig, richtig gut.
generell das Messer. Also da gibt es wiederum nicht viele Negativpunkte, wo sie da zum Bemängeln hätte. Ich bin jetzt kein Lanyard-Fan, kein großartiger, aber zu dem Messer passt es einfach und ich lasse ihn dran, weil ich glaube, sonst wen bringe ich denn nie mehr dazu. Was ich jetzt ein Problem habe, ist zum Beispiel bei der Custom Hardware. Ich weiß nicht, wie ich das Messer aufbringen soll. Also ich weiß auch nicht, wie es der Güdi zugebracht hat. Ich kann mir nur vorstellen, dass er da mit Gummi irgendwie gearbeitet hat und das irgendwie zugeschraubt hat. Und also Reinigung wird da schwierig, das aufzumachen. Das ist vielleicht ein kleiner negativer Punkt. Muss man aber auch nicht unbedingt, sage ich einmal. So, wenn wirklich einmal was sein sollte, reicht es, glaube ich, wenn man mit der Druckluft ein bisschen ausbläst und vielleicht ein bisschen neu geschmiert. Aber wenn man das immer recht sauber haltet, ich meine, ich sage, das ist jetzt kein Messer, was man tagtäglich mitnimmt, zumindest nicht für mich, für das ist es mir schade. Aber hin und wieder stecke ich es schon ein und da soll es dann eigentlich auch keine Probleme geben. Und der zweite Punkt eigentlich, was negativ ist, ist der Klingenstand. Man sieht das. Der ist nicht mittig. Also das ist schon sehr off-center. Aber natürlich, da das Messer ein One-Off ist und da gibt es kein zweites, was so ist wie das Messer, ist mir das scheißegal. Natürlich macht es mir nicht sehr glücklich, dass das, ich meine, es ist jetzt nicht komplett, dass die Klingen herüben anschlagen, Entschuldigung, überhaupt nicht, also die Klingen schleift überhaupt null, gar nirgends und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man muss es wegschmeißen. Aber das ist schon was mich eigentlich grundsätzlich stört. Aber wie gesagt, dadurch, dass ein One-Off ist und dass dadurch kein zweites Messer gibt, wie das, die Klingen schleift nicht. Und von daher ist das, es tut der Funktion keinen Abbruch, sage ich mal. Und ich bin trotzdem absolut zufrieden, absolut happy mit dem Messer. Das ist wirklich optisch ein absolutes Highlight in meiner Sammlung. Funktion, die Flipper-Action, super. Das Love-Chain, also so ein richtiges Männermesser, No-CC-Messer, wie der Güdi immer sagt. Auch die Handlage ist richtig cool. Und Klingenstärke können wir noch schauen, was haben wir da. Ist jetzt nicht übertrieben stark, 4 mm. Ich finde, zu so einem Messer hätte auch noch 5 mm angepasst, wie zu einem Medford, würde ich sagen. Aber so ist es recht cool und ist es auch noch recht tauglich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, was wir haben, 05, 06 hinter der Phasen. Ein bisschen schwer. Ja, 06 hätte ich gesagt. 06 hinter der Phasen, also man kann das noch immer gut verwenden, das Messer. Das ist jetzt nicht die extreme Spaltmaschine mit 07, 08, 09 hinter der Phasen, sondern man kann das auch wirklich noch im Alltag für alltägliche EDC-Aufgaben verwenden. Ja, was gibt es sonst noch zum sagen? Also innen haben wir natürlich. Jetzt sehen wir natürlich nichts mehr, wenn wir kein Licht haben, aber es ist innen alles ausgefräst. Ist natürlich trotzdem nicht allzu leicht, das Messer, was schätze ich 160, 170 Gramm wird es schon haben. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber die Action, das ist einfach nur geil. Das passt richtig zu dem Messer. Sehr wuchtig, sehr groß, sehr männlich, würde ich sagen. Na, also ich bin sehr zufrieden mit dem Messer, ist wirklich absolut cool, absolut genial. Schon vergleichbar wirklich mit einem Custom von Güdi, wo ich ja schon einige in der Hand gehabt habe. Und für mich ist es ein Custom, weil er einfach Hand angelegt hat und das Messer zu einem One-Off gemacht hat. Also das gibt es wirklich nur einmal auf der Welt. Und so wie es da ist. Und ja, ich finde es absolut genial.
Ich glaube, es gibt sogar noch ein, zwei, drei Modelle bei Tools for Chance zum Kaufen, wenn es mich nicht täuscht. Sind auch reduziert momentan, was ich weiß. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn du sowas willst, dann schaut einmal rein auf die Seiten. Vielleicht kriegst du noch was. Also ich kann es nur empfehlen, ich finde es absolut genial, das Teil. Gut, das war's schon wieder aus meiner Quarantänezone da am Balkon. Und ich wünsche euch nur das Beste, bleibt gesund, bleibt daheim. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, ciao.